Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Frau Dr. Niebler, Frau von der Leyen, Herr Ministerpräsident, geht noch einer? Haben Sie noch Lust? Wenn noch einer geht, geht noch einer. Wissen Sie, ich bin heute früh von der Agritechnica nach München zurückgeflogen für diese Veranstaltung, weil es eine Ehre ist, die Wirtschaft hier vertreten zu dürfen auf dem Rednerpodium. Und Frau von der Leyen, Sie waren ja auch in der Lufthansa Lounge. Sie haben mich damals noch nicht, also heute früh noch nicht gekannt, jetzt auch nicht so richtig. Aber was mich da sehr beeindruckt hat, war, als Sie reinkamen, sind zwei Dinge passiert. Erstens, jeder, der dort rumsaß und meine persönliche Assistentin war auch dabei, die ist übrigens dann Bahn gefahren, damit wir den CO2-Ausstoß arithmetisch in den Griff kriegen. Da hat uns Folgendes beeindruckt. Erstens, da haben die Niedersachsen wirklich die Hacken zusammengehauen, als sie da reingegangen sind in die Lounge. Das fand ich beeindruckend. Das würde ich mir mal in der Biber wünschen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite war, wir haben dann philosophiert, wo sind denn eigentlich ihre Bodyguards? Das habe ich dann allerdings hinterher verstanden, wo die gesessen sind. Also sehr beeindruckend und ich fand das wirklich spannend und toll. Ja, meine Damen und Herren, was soll man jetzt nach der großen Politik, der Weltpolitik als Manager überhaupt noch sagen? Am besten fangen wir mit materiellen Dingen an. Herr Ministerpräsident, Sie haben ein Kaleidoskop gezeichnet über Maßnahmen, die Bayern getroffen hat und treffen wird, um Innovation zu fördern, um Geld richtig zu investieren in die Zukunftssicherung unserer wunderbaren Heimat, des Freistaates Bayern. Ein wesentlicher Baustein ist natürlich die Technische Universität in München, die TUM, die Elite-Universität. Und die BayWa fördert, ich glaube, es sind 150 Studentinnen und Studenten mit dem Deutschlandstipendium. Und ich habe Professor Herrmann und Professor Hoffmann hier gesehen heute. Ja, genau. Also ich biete Folgendes an. Die BayWa wird die Zahl der zu fördernden Studenten und geförderten Studenten signifikant erhöhen auf 200 oder 250. Ich muss erst mal zu Hause nachschauen, wie viel Geld wir noch haben, weil das eine Sicherung nicht nur der Innovationskraft Bayerns sein wird, sondern so können wir vielleicht auch den ein oder anderen Briten in unserer Industrie zu Hause halten und vielleicht auch für die BayWa zu begeistern. Ich war übrigens kürzlich in London, da herrscht wirklich das blanke Chaos. Und meine Damen und Herren, als Unternehmer, als Vorstandschef der BayWa, vielleicht zwei Sätze zu unserem Unternehmen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob wirklich jeder weiß, was die BayWa heute ist. Eine der frustrierendsten Erlebnisse, und das passiert dauernd für mich, ist, wenn ich irgendwo in Bayern oder auch Deutschland unterwegs bin und zum Beispiel, wie vor kurzem geschehen, eine junge Dame zu mir sagt, wir wollten online Hasenfutter bei der BayWa bestellen und das hat es nicht gegeben. Woran liegt denn das eigentlich? Das zeigt mir, dass wir am Image und vor allem die Internationalisierung, die wir vollzogen haben in den letzten 12 Jahren, noch ein bisschen arbeiten müssen, dass auch wirklich der Letzte versteht, dass die BayWa ein Nachhaltigkeitskonzern geworden ist und wir heute international einer der führenden, wirklich weltweit führenden Projektentwickler für Wind- und Solarkraftwerke geworden sind. Und wenn Sie so wollen, haben wir vor 10 Jahren, wir feiern nämlich gerade das 10-jährige Jubiläum, damit begonnen, Nachhaltigkeit zu leben, CO2-Reduktion mitzugestalten und damit zumindest in unserem bescheidenen Umfang etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Und dadurch, dass wir hier global und international aufgestellt sind, wir sind wirklich auf allen Kontinenten mit Projektteams unterwegs und bauen Wind- und Solarkraftwerke, ich spreche von Kraftwerken, weil die Dimension dieser Anlagen entspricht ungefähr einem kleinen Atom- oder Braunkohlekraftwerk. Insofern ist die BayWa heute im Kraftwerksbau. Dennoch freue ich mich über E-Mails von Ihnen, wenn Sie Ihr Hundefutter oder Hasenfutter nicht bekommen. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Meine
Sind das jetzt die Hasenhalter oder die Pferdehalter gewesen, die geklatscht haben? Pferdefutter gibt es natürlich auch bei uns. Ich glaube, das Ding heißt Derby. Aber das ist auch das Einzige, was ich dazu sagen kann. Jetzt einige wenige ernsthafte, wirklich ernsthafte Bemerkungen, meine Damen und Herren, zu der allgemeinen Situation, wie man heute als globaler Konzern agieren muss und mit welchen Risiken man insbesondere sich auseinanderzusetzen hat. Der erste Punkt ist, und dieses Spannungsfeld leben wir und erleben wir in der BayWa selbst, im Kleinen, aber auch im Großen. Da gibt es eine Carola Rakete, meine Damen und Herren, eine Klimaaktivistin, die kennen Sie wahrscheinlich alle, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Handeln statt Hoffen. Da gibt es ein XR-Handbuch von Annemarie Botzki, Wann, wenn nicht wir? Dann gibt es ein neues Buch von Luise Neubauer und Alexander Repening. Dieses Buch handelt vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Ich weiß nicht, ob Sie Gelegenheit hatten, sich mit diesen Büchern zu beschäftigen, aber das ist ein Element der Schwierigkeiten eines internationalen Konzerns, nämlich sich damit auseinandersetzen zu müssen, ob es künftig in Europa, international, global, sowas wie Marktwirtschaft, Freiheit und Demokratie überhaupt noch geben kann und geben wird. Die Jugend ist in Aufruhr. Die Jugend ist nicht nur im Aufruhr Friday for Future auf den Straßen hier in München und in anderen europäischen Staaten, aber vor allem in Deutschland. Sie ist auch in einer Wallungssituation in Unternehmen. Und ich erlebe das fast tagtäglich. Das Spannungsverhältnis ist wie folgt. Erstens, wir müssen doch irgendwas, lieber CEO der BayWa, gegen die Erderwärmung tun, und zwar mit Vollgas. Zweitens, wie kann es sein, dass wir noch Dünger, Pflanzenschutz und ähnliche Sachen verkaufen, also Chemie. Und dieses Spannungsverhältnis führt dazu, dass die Diskussionen intern und auch in einschlägigen Blogs dazu führen, dass die Menschen, die sich auf der Klimaaktivistenseite sozusagen konzentrieren, als was Besseres empfinden und dass sie glauben, sie haben die Weisheit mit dem Löffel zu sich genommen. Und manche von ihnen fordern ja auch ganz klar und unmissverständlich und nachlesbar die Abschaffung des Kapitalismus, der Marktwirtschaft und fordern klare Verbote, Regulierungen und die schlicht und ergreifend Infragestellung der Demokratie, nämlich mit zwei Argumenten. Argument 1, die Parlamente brauchen so lange, bis sie überhaupt was entscheiden. Und zweitens, eigentlich brauchen wir sowas wie eine Beiratsstruktur, früher hieß das Rätedemokratie, wo Räte, Beiräte entscheiden, Fachleute entscheiden, wie es mit unserer Welt weitergehen soll. Wenn Sie sich mit diesen Büchern, meine Damen und Herren, und den Reden der entscheidenden Führer sozusagen, der Leader der Friday for Future Bewegung oder XR beschäftigen, dann haben Sie das Gefühl, Sie lesen das kommunistische Manifest in einer grünen Version, in einer Version, die auch von Nachhaltigkeit spricht, aber wahrscheinlich ganz was anderes meint, nämlich eine völlig neue Gesellschaftsordnung, eine Struktur, wie ich jedenfalls, in der ich persönlich jedenfalls nicht leben möchte, und ich gehe davon aus, Sie auch nicht. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung, mit der wir uns nicht nur in den Unternehmen, sondern auch natürlich draußen auseinandersetzen müssen. Und für mich heißt das, Manager, Unternehmer müssen sich auch politisch heute positionieren. Natürlich nicht parteipolitisch, das ist schon klar. Aber wir müssen Positionen haben, wie wir mit diesem Spannungsfeld und den Spannungssituationen umgehen. Vieles von dem, was gefordert wird, ist inhaltlich ja nicht zu bestreiten. Vieles, was in der Analyse auf dem Tisch des Hauses liegt, Frau von der Leyen hat es ja auch angesprochen, muss Konsequenzen haben. Die Frage ist nur, wie, mit welchen Mitteln, wann und wie lange wird das Ganze dauern. Das, was heute in diesen Zirkeln offensichtlich diskutiert wird, erinnert mich sehr stark an Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social, die Basis für die französische Revolution.
wie die ausging am Ende, das wissen wir alle. Und wie das kommunistische Manifest umgesetzt wurde, wissen wir auch. Und vor 30 Jahren haben wir die Wiedervereinigung gefeiert. Das ist ein Element, mit dem man sich unternehmerisch als Business Manager auseinandersetzen muss. Das war ja die Hausaufgabe, die ich hier erledigen soll. Das Zweite ist, dass wir weltweit, das ist eine Binsenweisheit mittlerweile, dass wir es mit Politikern, und zwar gewählten Politikern, zu tun haben, die protektionistisch einerseits unterwegs sind, die sich aber auch nicht wirklich um Spielregeln kümmern und die auch diese Spielregeln nicht einhalten. Und liebe Frau von der Leyen, leider auch in Europa. Die BayWa ist zum Beispiel der Eigentümer der größten Biogasanlage in Savas. Wo liegt Savas? In Ungarn. Ich muss nicht ausführen, warum wir in den letzten 8, 9 Jahren nicht in der Lage waren, diese Biogasanlage, das ist nämlich Teil unseres Geschäftskonzeptes, dem internationalen Kapitalmarkt zu übereignen, sprich zu verkaufen. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich aufgrund der protektionistischen auch Finanzpolitik der Regierung in Budapest. Ein wesentlicher Aspekt, der gelöst werden müsste, auch hier in Europa. Der zweite Punkt ist, wenn Sie nach USA schauen, da haben wir nicht nur, wie manche ja sagen, einen verrückten oder zumindest mal schwierigen Präsidenten, sondern ich war vor einigen Wochen im Silicon Valley, habe wirklich nur Top-Shots, wie das so schön heißt, getroffen, unter anderem auch den Miterfinder des autonomen Fahrens. Und was mich da schon erschüttert hat, war, trotz drohendem Impeachment-Verfahren, dass Manager, Unternehmer, CEOs, Chairmans von nicht ganz unbedeutenden Unternehmen sagen, naja, so schlecht ist es mit dem Trump doch gar nicht. Die Börse läuft gut, die Rendite stimmt. Also was habt ihr eigentlich gegen Mr. Trump? Und da muss ich sagen, meine Damen und Herren, die konkreten Konsequenzen für uns, für unser Geschäft sind ganz einfach. Wenn Sie in den USA tätig sind und wir haben hunderte von Millionen Euro in Solar- und Windkraftanlagen investiert, dann sind damit ganz massive finanztechnische Risiken verbunden, nämlich kriegen wir das Geld wieder zurück. Wir sind einer der großen Obstanbauunternehmen, zusammen mit sehr vielen Landwirten, im Washington State. Seattle ist die Hauptstadt, ja, ist ja auch sozusagen Hightech-mäßig einer der Leuchttürme auf dieser Welt. Aber da gibt es auch Landwirtschaft. Wir sind heute nicht mehr in der Lage, die Produkte, die wir dort erzeugen, zusammen mit unseren Partnern nach China zu exportieren. Das Ergebnis ist, alles geht in den amerikanischen Markt und der amerikanische Markt verwässert die Preise. Kurzum, es ist sehr schwer, dort noch Geld zu verdienen und vor allem, man wird auch zum Teil von Behörden und Politikern, wenn sie Trump-orientiert sind, und die gibt es, man wird auch alles andere als gut behandelt, insbesondere wenn man ein ausländischer Investor ist. Dritter Punkt in dem Zusammenhang, Iran. Wir hatten alle derartige Hoffnungen, dass Iran ein interessanter neuer Markt gerade auch für uns Deutsche werden könnte. Und es gab ja verschiedene Delegationsreisen, auch von der Bundesregierung, als Herr Gabriel noch Wirtschaftsminister war, war er in Teheran und viele andere auch, auch Herr Schmidt, der Landwirtschaftsminister, der damalige, und so weiter und so fort. Wir hier in Deutschland, und vor allem die BayWa, waren der größte Brotweizenlieferant für den Iran. Jetzt wird jeder sagen, wo ist denn Ihr Problem? Nahrungsmittel zu exportieren ist gedeckt von der Charta der Vereinten Nationen. Aber es hat nicht funktioniert und wir haben uns zurückgezogen. Aus drei Gründen. Erstens, Sie werden kaum ein Finanzinstitut finden, das willens und in der Lage ist und vor allem willens ist, diese Transaktionen zu finanzieren. Vorschusszahlungen über Clearingbanks in der Schweiz gibt es nicht mehr. Warum? Weil man Angst hat vor der amerikanischen Regierung. Viele dieser Unternehmen haben Vermögen in den USA und befürchten die Sequestration, also die Beschlagnahme. Die großen Schiffe, man könnte noch sagen, ja, wir haben genug Geld und wir finanzieren dasselbe, die großen Schiffe, zum Beispiel von Mukran, Insel Rügen, einer der großen Häfen,
die dabei war, gehören. Wir könnten das ja selbst finanzieren. Das Problem ist nur, dass die meisten Charterschiff-Eigentümer auf den Listen der Amerikaner stehen und wir nicht in der Lage sind, damit rechtlich einwandfrei zu exportieren. Und das Allerschlimmste, sage ich Ihnen, und darum sind wir aus diesem Geschäft ausgestiegen, wegen Herrn Trump, war, dass ein Mitarbeiter, ganz simpler, einfacher Mitarbeiter, mit seiner Frau zum Golfspielen nach Florida geflogen ist und wurde mehrere Stunden von den Immigration-Behörden festgehalten und interviewt, weil er im Pass einen zweiten Stempel hatte, neben allen möglichen Ländern, nämlich Iran, Teheran, und er ist damit per se verdächtig gewesen. Das heißt also, Sie sehen, hier ist ein komplettes Geschäft für uns deswegen kollabiert, obwohl wir Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel, Agri-Resources, Agri-Commodities, wie es so schön heißt, liefern wollten. Das Ganze hat Mr. Trump ad absurdum geführt. Und über Brasilien muss ich gar nicht reden und die Enteignungsgesetze in Südafrika, wo wir engagiert sind, ohne Entschädigung, die Buren, die Afrikaner damit bedroht werden, dass ihnen das Land weggenommen wird, auch wenn der Präsident derzeit das ein bisschen anders formuliert. Auf jeden Fall sind Enteignungen ohne Entschädigung möglich, was für uns dann am Ende bedeutet, dass nicht wirklich in Technologie investiert wird und so weiter und so fort. Da gibt es genügend Beispiele. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir einerseits mit Klimaaktivisten, den jungen Menschen, die Sorgen haben um ihre Zukunft, um, und auf der anderen Seite der politisch zum Teil nicht mehr gewollte Freihandel auf dieser Welt. Das ist ein Spannungsverhältnis, wo sich als global agierendes Unternehmen tagtäglich damit auseinandersetzen müssen. Denn unsere Verantwortung ist ja, den Aktionären was Gutes zu tun. Und wenn wir investieren, müssen wir zumindest die realistische Chance haben, das Geld irgendwann zurückzubekommen. Also ich glaube, meine Damen und Herren, ich habe das vorhin dem Ministerpräsidenten Söder so zugeflüstert. Ich glaube, wir Unternehmer und vor allem der deutsche Mittelstand ist hier in der Verpflichtung, neue Geschäftskonzepte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wie wir aus dieser Klimaproblematik über die Zeit rauskommen, das wird nicht schnell gehen, es wird Zeit brauchen. Deswegen müssen wir intensiv mit den jungen Menschen sprechen, den jungen Leuten erklären, worum es hier eigentlich geht. Wir können nicht von heute auf morgen eine über Jahrhunderte gewachsene Struktur auf diesem Globus verändern, ohne dass es zu Katastrophen kommt. Und den Studenten zum Beispiel an der TU München im Rahmen meines Lehrauftrags sage ich immer, ihr habt in den letzten 10, 15 Jahren kaum Probleme gehabt, vielleicht individuell zu Hause. Aber wir hatten hier nicht wirklich Probleme. Nach den 90er Jahren, wo wir massive Restrukturierungs- und Veränderungsprozesse in der Wirtschaft durchlebt haben und gestaltet haben, ist eigentlich nichts Großartiges nach unten passiert. Es ging immer nach oben. Es sieht aus, als wäre es eine Einbahnstraße. Aber stellt euch mal vor, was passiert, wenn eure Eltern in einem Worst-Case-Szenario arbeitslos würden. Wie stehen wir dann da? Was passiert, wenn wir zu schnell Strukturen verändern und die Menschen keine Möglichkeit haben, mitzugehen? Sie müssen ja die Menschen immer auf die Reise mitnehmen, wenn sie was verändern wollen. Und da sitzen die jungen Leute da und schauen einen an und sagen, naja, da muss euch halt was einfallen. Und das bedeutet für mich, wenn euch, also uns, was einfallen muss, dass die Unternehmer gefordert sind. Und ich möchte einfach ein paar Dinge erwähnen, wie wir diese Klimaproblematik zumindest mit unseren Mitteln so einigermaßen in den Griff bekommen könnten. Das eine sind natürlich die erneuerbaren Energien. Bei den erneuerbaren Energien, und ich weiß wirklich, wovon wir reden, wir haben momentan 10 Gigawatt Renewable Solar- und Windkraftanlagen als Mix in unserer, wie wir es nennen, Optionspipeline, um solche Projekte weltweit abzuarbeiten. Aber da gibt es natürlich das Problem, was müssen wir oder was können wir tun, um die Peaks zu speichern. Es geht um die Speichertechnologie. Und Herr Ministerpräsident, was ich Ihnen anbieten möchte, ich bin jetzt nicht der Techniker, da müssen sich die Profis zusammensetzen, ist, dass wir uns hier in Bayern vielleicht mit einem Pilotprojekt mit einer Batterie beschäftigen, die heißt Vanadium Redox Flow Battery. Wer hier schon einen Pilot gebaut hat, sind die Chinesen. Die Chinesen arbeiten ganz exzessiv, vor allem am Ausbau der Solarindustrie
in China. Und diese Vanadium Redox Flow Battery scheint sehr, sehr erfolgreich zu sein. Es sind 700 Millionen Dollar investiert worden. Und Vanadium ist ein Rohstoff, seltene Erde, die Sie für diese Batterie brauchen. Und da gibt es in den USA ein Werk, das sich mit dem Recycling von Vanadium beschäftigt, dass sie aus den Katalysatoren der Ölexploration und der Ölraffinerien gewinnen können. Und das ist in Cambridge, Ohio. Da ist eins gebaut, ein zweites ist in Planung mit weiteren 300 Millionen Dollar. Und dieses Unternehmen könnte uns versorgen mit Vanadium, und zwar zu einem festgelegten Preis. Das Unternehmen ist AMG, börsennotiertes Rohstoffunternehmen an der Börse in Amsterdam. Zum Beispiel ein Aspekt. Was mich dann sehr beeindruckt hat, ist ein junger Mann, ich glaube er ist 26 Jahre alt, Bojan Slat, ein Niederländer, der eine Firma gegründet hat, die heißt The Ocean Cleanup. Das ist praktisch sowas wie ein Staubsauger, der die kleinen Plastikpartikelchen auf den Weltmeeren aufsaugt und versucht, so die Meere zu reinigen. Das Thema Digital Farming und Smart Farming, wie gesagt, ich komme gerade von der Agritechnica, steht mehr und mehr im Vordergrund. Das Problem ist nur, die Geschäftsmodelle funktionieren nicht so richtig. Ich weiß auch hier, wovon ich rede, wir sind Marktführer in Deutschland. Wir investieren jedes Jahr Millionen und Abermillionen von Euros und drüben in USA Dollars. Aber Return on Capital Invest, wie das so schön heißt, ist nicht zu erkennen. Und warum? Weil die Landwirte sehr, sehr zurückhaltend sind mit Investitionen und weil die Landwirtschaft in vielen Bereichen noch gar nicht so weit ist, auch nicht in den USA. Das war eine der Kernerkenntnisse aus diesem Technologie-Summit in London vor 14 Tagen. Am Anfang habe ich mir gedacht, wir waren Hauptsponsor, was machen wir eigentlich hier? Wir lernen nichts Neues, aber das war die Kernmessage, dass wir hier, Herr Ministerpräsident in Bayern, sehr gut aufgestellt sind mit der BayWa und mit unseren Smart Farming Aktivitäten. Es gäbe noch eine Fülle von anderen Dingen, die ich Ihnen sagen könnte. Wir machen einige Versuche zum Beispiel zur Wasserversorgung von Trockengebieten in Afrika, ganz konkret in Sambia. Wir sind damit beschäftigt, die Futterverwertung zu optimieren für die Tiere, für die Fleischproduktion, um es mal industriell auszudrücken. Und es gibt eine neue Technologie der Firma Carbocert, das ist ein Start-up. Wir sind auch heute in Hannover präsent. Wir haben uns daran beteiligt, wo landwirtschaftliche Betriebe beraten werden und über Humusausbringung CO2 aus der Atmosphäre aufgesaugt wird. Das ist vielleicht jetzt alles nicht so sexy, weiß ich auch, aber das sind konkrete Maßnahmen, die wir und auch andere ergriffen haben und letztlich mit der Hoffnung verbunden, dass wir hier ein Stück weit mithelfen können, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Der entscheidende Punkt ist aber am Ende die Finanzierung. Und Frau von der Leyen, Sie haben es angesprochen und Herr Söder, Sie auch. Die Finanzierung in Deutschland für den Mittelstand darf nicht gefährdet werden. Das sage ich auch in meiner Funktion, wenn ich das darf, Herr Büchel, als Verwaltungsrat vom Genossenschaftsverband Bayern und Vizepräsident Deutscher Raiffeisenverbandes, weil wir uns hier in Deutschland, und das seit ich in diesem Club dabei bin, das sind jetzt 12 Jahre, permanent mit der Kommission, also die zuständigen Herrschaften, auseinandersetzen müssen, ob die drei Säulen der deutschen Finanzwirtschaft zeitgemäß sind, ob sie so weiter existieren sollen oder nicht. Und das, was Minister Scholz jetzt hier gemacht hat, kann keiner von uns nachvollziehen. Es gibt auch einen relativ wütenden Kommentar seitens des GVBs dazu und auch der DGRV und BVR und so weiter in Berlin haben dazu natürlich Stellung genommen. Wenn man den genossenschaftlichen Bankensektor und damit aber auch die Sparkassen als Säule 2 und Säule 3 gefährdet und den Einlagensicherungsfonds, der über, ich weiß nicht, 150 Jahre aufgebaut wurde, durch die Genossenschaftsbanken jetzt sozusagen EU-technisch einsammeln möchte, dann ist das ein Anschlag auf das Drei-Säulen-System in Deutschland. Und das hat sich über viele, viele Jahre bewährt und ist insbesondere eine der Säulen für die Finanzierung von neuen Geschäftsideen, von Technologie und von Unternehmen, die so dringend Geld als Liquidität brauchen.
Und es ist einem bayerischen Unternehmen auch gelungen, meine Damen und Herren, und zwar erstmals in Europa, vor einigen Wochen einen Green Bond über eine halbe Milliarde Euro vom Markt zu akquirieren, nämlich die BayWa. Ein Green Bond heißt die Investition bzw. die Zurverfügungstellung von einer halben Milliarde Euro für Nachhaltigkeitsprojekte im Bereich eben Renewable Energy. Das hat es noch nicht gegeben. Da sind wir, Herr Söder, nicht nur Marktführer, sondern schlicht und ergreifend Vorreiter gewesen hier in Europa. Und wir werden jetzt noch mal eine halbe Milliarde holen und mit einer weiteren Milliarde Euro alles tun, damit der CO2-Ausstoß reduziert wird. Aber dazu braucht man ja auch wieder Energie. Und vor allem seltene Erden. Und ich möchte einen Begriff noch zum Schluss einführen, der mir sehr am Herzen liegt, vor allem wenn Sie die Berichterstattung über den Kongo vielleicht verfolgt haben, seltene Erden, da insbesondere die Schürfung von Kobalt, wenn Sie sich mit der Landwirtschaft in den Anden in Argentinien beschäftigen, Chile, in Peru und so weiter, wo wir überall unsere Dependancen haben, dann sehen Sie halt, dass zwar 80% der Explorationsunternehmen zertifiziert sind, auch nach den Standards der Vereinten Nationen, aber immer noch 20% mit Kinderarbeit und zum Teil zwangsverpflichteten Arbeitern die seltenen Erden heben. Also was nicht passieren darf, ist, dass wir uns hier sonnen in der E-Mobilität und parallel auch Dinge passieren, die mit Menschenwürde und Menschenrechte, Frau von der Leyen, nichts zu tun haben. Also insofern Ökokolonialismus wäre absolut der falsche Ansatz. Was brauchen wir also? Was brauchen wir also, um die Ziele von unserem Ministerpräsidenten auch alle zu erreichen? Erstens, ich denke, Mut statt Verzagtheit, Besonnenheit statt Aktionismus, und das müssen wir den jungen Leuten ganz besonders erklären, Rationalität statt Ideologisierung und am Ende das Glück des Tüchtigen. Und Politik wird nicht von Maschinen gemacht, soweit sind wir mit der künstlichen Intelligenz jetzt noch nicht. Vielleicht hilft es einmal, weiß ich nicht, werden wir sehen. Und die Frage wird halt sein, wer gegen wen und wann, warum, wieso, Herr Söder. Also Ihre Rede hat mir heute ganz besonders gut deshalb gefallen, weil es so klang, für mich jedenfalls als Wähler, als ob Sie vielleicht doch darüber nachdenken könnten, dass man das Erfolgsmodell Bayern auch bundesweit ausrollt. Und dazu... Und dazu braucht man auch das nötige erfolgreiche und, wie wir sagen, skilled personnel. Also, denken Sie mal drüber nach, vielleicht wären Sie der erste Bayer, auch wenn Sie letztlich Franke sind, aber das sei Ihnen verziehen. Und liebe Frau von der Leyen, auch von der Wirtschaft für Sie alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind gleich zu Ende am Schluss. Ich möchte mich beim Herrn Professor Lutz ganz herzlich für seine inspirierenden Ausführungen bedanken. So kennen wir Sie, lieber Herr Professor Lutz, direkt auf den Punkt gebracht und kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie haben vieles angesprochen, was ich gerne kommentieren würde. Das verschieben wir auf nachher, lieber Herr Lutz. Aber das, was mir besonders gefallen hat, war Ihre Schlussbemerkung in Richtung unseres bayerischen Ministerpräsidenten. Damit ist für Gesprächsstoff auch im Anschluss an die offizielle Generalversammlung reichlich gesorgt. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Lutz, und auch Ihrem Konzern, der so auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Toi, 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 Glück auf. Und Ihre Botschaften auch politisch haben wir verstanden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie haben alle tapfer durchgehalten. Es ist ja doch immer ein Mammut. Viele Reden, spannende Einblicke, die wir heute bekommen haben. Ich möchte mich bei allen
Referenten noch mal ganz, ganz herzlich für Ihre herausragenden Ausführungen bedanken. Ein Dankeschön an unseren bayerischen Ministerpräsidenten, ein Dankeschön an unsere Kommissionspräsidentin, ein Dankeschön an die Stimme der Vernunft aus der Wirtschaft, lieber Herr Professor Lutz. Ein herzliches Dankeschön aber auch, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen, dafür, dass Sie dabei waren, dass Sie über viele Wochen, Monate wirklich auch unsere Arbeit im Wirtschaftsbeirat so engagiert begleitet, mitgestaltet haben. Ich danke von ganzem Herzen. Erlauben Sie mir, dass ich jetzt zum Abschluss, bevor ich Sie alle bitte oder Sie einlade, auch noch am anschließenden Empfang in der Residenz teilzunehmen, erlauben Sie mir, dass ich mich besonders bei unseren Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung der Generalversammlung noch mal herzlich bedanke. Und ich darf ganz schnell vorlesen. Ich sage Dank der Bauer Elektronikunternehmen GmbH, der BMW Group, Donner und Reuschel Privatbank, MdBA Deutschland GmbH, der Nürnberg Messe GmbH, der BayWa AG, der Molkerei Meckleff in Wasserburg, Pro Aurum GmbH, Genossenschaftsverband Bayern, der Diehl Stiftung, dem Flughafen München, den ILF beratenden Ingenieure GmbH, der Max Eicher GmbH und Co. KG, der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich AG, dem Sparkassenverband Bayern sowie der TenneT TSO GmbH. Meine Damen und Herren, Vertreter unserer Sponsoren, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich möchte mich herzlich bedanken, auch ein Applaus wert. Ich möchte mich herzlich bedanken bei unseren Vertretern der Medien für ihre Berichterstattung. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und last but not least, ich möchte auch unserem eigenen Team, meine Damen und Herren, von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Sie wissen, wir im Wirtschaftsbeirat sind ja eine kleine Einheit, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben jetzt nicht hunderte von Mitarbeitern, wie in einem Ministerium man vorfindet, sondern wir sind eine ganz kleine Gruppe. Ich möchte allen danken, aber im Besonderen mich bedanken, zum einen bei meinem Generalsekretär, Herrn Dr. Hans Schachtner, den Sie schon erlebt haben in der Mitgliederversammlung. Ich möchte herzlich Dankeschön sagen, Frau Sandra von Troschinski, die hier diese ganze Veranstaltung organisiert gemanagt hat, sowie Frau Gardowski und Frau Katrin Rieck von unserer Geschäftsstelle. Wir haben ein paar helfende Hände auch noch gehabt, lieber Jan, lieber Philipp, auch an euch ein Dankeschön und alle, die sonst noch mitgeholfen haben. Ich danke auch hier dem Hause ganz herzlich Frau Ingegret Volkert dafür, dass wir wieder im Wirtschaftsbeirat hier im Bayerischen Hof sein konnten. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie nehmen viele interessante Anregungen, Eindrücke mit. Bleiben Sie im Gespräch. Wirtschaft und Politik müssen miteinander Lösungen entwickeln und das Land nach vorne treiben. Immer gut gelaunt, immer positiv gestimmt. Es wird auch die nächsten Jahre nicht einfach sein. Aber wenn wir uns alle vornehmen, dass wir es miteinander angehen, dass wir es gemeinsam packen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir das, was an Herausforderungen vor uns liegt, auch alle miteinander schaffen werden. Alles, alles Gute. Ich danke für Ihr Kommen. Wünsche schon vorab einen guten Nachhauseweg für die, die jetzt nicht mehr mit zum Empfang gehen. Und die Damen und Herren, die noch am Empfang teilnehmen, darf ich einfach bitten, jetzt rüber zur Residenz zu gehen. Dort werden Sie dann vom bayerischen Finanzminister, Herrn Aiwanger, herzlich begrüßt. Wir freuen uns. Mein Gott, es passiert mir immer wieder. Herrn Füracker ganz, ganz herzlich begrüßt. Herr Aiwanger entschuldigt sich, weil er ja angeblich noch in China ist. Alles Gute, wir sehen uns dann drüben in der Residenz. Kommen Sie gut nach Hause.